6 Runden im Schwergewicht sind angesetzt. Das Gewichtslimit über 90,7 Kilogramm. Ich darf Ihnen wie immer zuerst die Offiziellen vorstellen. Der Supervisor des BDB, Bund Deutscher Berufsboxer, ist Christian Ritter aus der Bundesrepublik Deutschland. Sollte der Kampf über die volle Distanz gehen, sind die drei Punktrichter Goran Filipovic aus Serbien, Adrian Laschescu und René Fiebig, beide aus der Bundesrepublik Deutschland. Kommen wir zum Fighter in der blauen Ecke. 37 Jahre ist er alt, brachte gestern mal wiegen 101,8 Kilogramm auf die Waage, bei einer Körpergröße von 1,90 Meter. Er ist Profi seit 2021, sein Kampfrekord 12 Kämpfe, 7 Siege, zweimal gewann er durch K.O. Begrüßen Sie aus Subito, Lazio, Italia, Alfonso Damiani. And now, ladies and gentlemen, und nun, meine Damen und Herren, die rote Ecke, the red corner from Kut Boxing. Er ist 24 Jahre jung, brachte gestern mal wiegen 112,9 Kilogramm auf die Waage bei einer Körpergröße von 2,04 Meter. Er ist Profi seit 2008. Sein Kampfrekord, 8 Kämpfe, 6 Siege, 6-mal gewann er durch K.O. aus Novi Pazar, Serbia, the Bone Crusher, Sanel Hasanovic. Der Ringrichter, the referee in charge of the action, Marco Morales, jetzt mit den letzten Instruktionen. Now with the final instructions. Gentlemen, you know the attention by commands. Protect yourself all time, okay? Das stoßen wir gleich. 6 Runden im Schwergewicht. Seconds out, ringfrei, Runde 1. Round 1. Ja, der Damiani ist mittlerweile ein alter Bekannter in Argonrhein. Bei der letzten Fight Night, da trat er gegen den Kubaner Carlos Castillo Rodriguez an, den wir heute auch schon gesehen haben. Und verlor nach Punkten, auch wenn er ein paar Mal bedenklich gewackelt hat. Aber ist dann doch über die 6 Runden da unbeschadet gekommen. Der Senal Hasanovic, der verlor zuletzt überraschend hier in Falkensee gegen die tschechische Kampfmaschine Lukas Feig, knapp nach Punkten. Und Feig hat nur eine Niederlage auf dem Buckel in seiner Karriere und die gegen Peter Kadiru. Nochmal so ein besseres Verständnis, Damiani in der goldroten Hose und der Hasanovic in weiß. Ja, für den Schwergewichtskampf gutes Tempo hier am Anfang. Hohes Tempo, ja. Das werden die sicherlich nicht durchhalten. Interessante erste Runde. Meine Damen und Herren, er ist eine wahre Legende im deutschen Fußball.
und auch bei Hertha BSC begrüßen Sie, schön, dass du da bist, Vedat Ibisevic. Hasanovic, 8 Kämpfe, 6 Siege, alle vorzeitig. Eine Niederlage, ein Unentschieden. 24 Jahre ist er noch ein Küken im Schwergewichtsboxen. Nummer 2 in Serbien hinter Dusan Veletic. Und den sehen wir nachher auch noch im Hauptkampf gegen Zeit Zeit now, Ring 2, Runde 2, Round 2. Oh ja, schöner linker Haken drin. Ja, gute Runde bislang von Hasanovic. Jetzt schlägt er die Führungshand mal und stupst sie nicht nur so nach vorne. Ja, auch alles nur Haken, ne? Nichts gerade hier irgendwie, ne? Obwohl er der längere, der größere ist hier. Na, jetzt mal ein bisschen, aber schöne rechte gerade, ja doch. Er hat's gehört. Ja. Und Erfolg mit. Bei Damiani ist die Luft raus. Ja, guter Körpertreffer nochmal von Hasanovic. Ja, kommt nicht mehr viel. Gegenwehr. Ist eigentlich einer mit einer guten Kondition, der Damiani. Zuletzt kämpft er um die italienische Meisterschaft. Verlor nach Punkten in über 10 Runden gegen Gianmarco Cardillo. Wann war der letzte Kampf? Vor 3 Wochen. Okay. Von den Fäusten, treibt ihn häufig her, gute Treffer. Na also, gute Runde für Senal Hasanovic in der weißen Hose. Die Frage ist halt, ob er sich kräftemäßig da nicht verausgabt. Ja, darf nicht überpesen, ne? Das stimmt. Aber Damami scheint mir auch nicht topfit zu sein. Ebenso vorgestellt worden, der Trainer von Hasanovic, Michael Trabant. Marco Morales, der Ringrichter. Aber nach wie vor in Runde 2, hohes Tempo hier zwischen den beiden.
er muss aber mehr mit der Führungshand machen. Der Hasanovic hatte lange Griffel. Ja, aber er stellt sich immer wieder im Infight rein mit. Hat er gar nicht nötig. Von Damiani kommt zu wenig. Ja, werden beide ruhiger. Von Damiani kommt überhaupt nichts, ne? Nein. Aber es steht wie ein Fels in der Brandung. Alle ein bisschen Geplänkel. Ja, schöner Mitschlag, Rückwärtsgang. Hälfte geschafft. An dieser Stelle bedanken wir uns bei Capital Baustoffe. 5 Jahre Capital Baustoffe, 5 Jahre bester Service. Wir feiern, Sie jubeln. Dies ist das Motto des. Also die erste Runde noch einigermaßen auszuglichen. Runde 2 und 3 an Hasanovic. Ja, ganz klar. Das unterschreibe ich jetzt auch. 10.000 Lagerartikel und ein Fuhrpark von über 20 Lkw stehen bereit, um Ihr Bauprojekt in der Region um Berlin zu finalisieren. Wir freuen uns auf Sie. Vielen Dank. Ring frei. Seconds out. Ring frei. Runde 4. Round 4. Schön die linke trifft. Und die rechte hinterher. Schön. Ja, das ist eindeutig hier das Ruder übernommen. Hasanovic. Und der Damiani wirkt irgendwie ausgelaugt. Saft und kraftlos. Ja. Muss er sich festhalten, mal die letzten Kräfte mobilisieren. Ja.
Ja, eindeutige Angelegenheit hier. Ja, es hat einen Cut oben links. Damani. Damiani. Aufwärtstagen knapp vorbei. Ja, da war meine Rechte drin. Da geht er wieder mit dem Kopf nach vorne. Gefährlich. Ja, mal die linke. Ja, mit dem Tempo nochmal angezogen, die beiden. Ja. Der kann sich das so einfach machen, mit langen, geraden Händen. Macht er aber nicht. Nein. Warum? Wäre ja zu einfach. Schade. Es gab ja schon mal einen italienischen Boxer namens Damiani. Francesco hieß er. Er war der erste Schwergewichtsmeister der World Boxing Organization, der WBO. Damals gewann er gegen den Südafrikaner Jimmy Duplat. Vorher war er Europameister bei einer Titelverteidigung Jürgen Manfred Jassmann. Und als Amateur war er auch erfolgreich. Silber bei der, im Schwergewicht 1982. Bei der Weltmeisterschaft und bei den Olympischen Spielen 1984 Los Angeles auch nochmal Silber. Und beides Mal verlor er gegen den US-Boy Tyrell Biggs. Der es dann bei den Profis allerdings auch nicht allzu weit brachte. Und dann Mike Tyson zerschellte. Der wackelt immer so ein bisschen, der Damiani. Aber runter geht er nicht. Nee, das wären noch schwere zwei Runden. Er müsste einfach lang boxen, der Hasanovic. Lässt sich immer wieder auf den Nahkampf ein. Vollkommen unnötig. Ja, kassiert selber noch einen linken Haken. Aber die klaren Treffer hat er auf alle Fälle auf seiner Seite und er bestimmt ja auch das Kampfgeschehen hier. Also wenn er jetzt keinen
Mist mehr baut, dann hat er das Ding hier gewonnen. Er hat noch 3,5 Minuten. Ja, habe ich auch den letzten Kampf gesehen von Hasanovic gegen den Feig. Und das ist schon eine Steigerung hier, die er an den Tag legt. Letzte Runde. Also wenn dem Alfonso Damiani da nicht noch was einfällt, dann hat er das Ding verloren. Hat auch schon gegen Alexander Müller von Berge im Wuppertal verloren. Letzte Runde, Final Round. Und vorzeitig gegen den Engländer Johnny Fisher. Gilt als großes Talent in England. Geht er immer gefährlich mit seinem Kopf nach vorne, dann Damiani. Da jetzt auch schiebt er wieder. Ja, wenn dann Albertshagen in der Mitte hochkommt, dann war es das. Ja. Das kommt auch nicht so. In seinem ersten Kampf gab es einen Unentschieden für Senal Hasanovic, war 2018. In Ludwigshafen gegen den Tschechen Jan Radstira. Eindeutig mehr, Hasanovic. Ja, da ist aber auch nichts mehr drin in den Fäusten. Ne? Die werden jetzt auch nur noch geschoben. Ja. Kleine Schlussoffensive hier von beiden. Noch 10 Sekunden. Mal ein, zwei gute Treffer hier von Hasanovic. Noch zwei, noch drei. Also, hat er nochmal schön zugelegt. Und die ganze Sache hier untermauert. Alles andere als ein klarer Punktsieg. Würde mich da echt überraschen. Ja, immer auch erleichtert in der Ecke von Hasanovic. Hier nochmal ein paar Zeitlupen aus der letzten Runde. Ja, kann er zufrieden sein, der Michel Trabant.
mit seinem Schützling. Mal schauen, wie es, sagen wir mal die Rechte gefangen, wie es mit den beiden dann auch weitergeht. Gute Voraussetzungen hat er ist groß, hat lange Arme, nur die muss er noch etwas gezielter einsetzen, als er das heute getan hat. Da war man auf das Urteil. Wird ein bisschen gerechnet. Na ja gut, da war bloß die erste Runde für mich ein Unentschieden. Ja. Ne? Du weißt ja, ist egal. Alle gut. Viel Spaß. Meine Damen und Herren, liebe Boxsportfreunde, nochmal einen großen Applaus für beide Fighter. Das offizielle Urteil. As we go to the scorecard. Alle drei Punktrichter werden in den Kampf 60 zu 54. All three judges scored this fight 60 to 54. We got a winner by unanimous decision. Chanel Hasanovic. Ja, da freut er sich. Den hat Hasanovic, nachdem er beim letzten Kampf so richtig tief enttäuscht war, dass er nicht gewonnen hat. Jetzt geht es wieder aufwärts mit ihm. Auch der Trainer Michel Trabant hochzufrieden.